Unser Kulturprogramm wird mit den besten Kulturtipps abgerundet. 2013 fanden sich 10 Schüler der Hafenklasse von Martina Riffesser und Werner Karlinger zum gemeinsamen Musizieren zusammen. Der Erfolg dieses Projekts führte zu einer Gründung des Ensembles Vielseiten. Seither finden regelmäßig Konzerte statt, unter anderem am 4. Oktober ab 19.30 Uhr im Kristallsaal in Weidhofen an der Ips. Die Zeugfärber sind eine kleine Gruppe von Leuten, die sich mit dem Thema Färben und Drucken von Textilien auseinandersetzen und dabei meist experimentell an die Sache herangehen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Blaudruck. Die Ausstellung Zeugfärberei Guttau im Steinbrecherhaus Berg zeigt viele schöne blau bedruckte Sachen noch bis 26. Oktober jeweils ab 14 Uhr. Die beste aller Welten ist ein Film, der von der schwierigen Kindheit des 7-jährigen Adrian erzählt, der in einem extremen Umfeld aufwächst. Seine Mutter Helga und ihre Freunde sind heroinsüchtig. Sein leiblicher Vater starb bereits vor Adrians Geburt. Die beste aller Welten hat autobiografische Züge, denn Regisseur Adrian Goiginger verarbeitete in seinem Debütfilm seine eigene Geschichte. Schau, jeder von den Funken wird dann zum Stern. Mama, komm eigentlich Abenteurer werden? Wenn du Abenteurer werden willst, dann wirst du Abenteurer, okay? Gunther, kannst du eigentlich von Dämon besessen werden? Dämon kannst du noch haben. Wenn du im Arsch bist. Ist die Mama im Arsch? Mama! Guck gleich, Mausi. Hat dir die Jane gefallen? Ja, die war voll super. Was hat dir besonders gefallen? Das Ende. Also, wo ihr Ende gesagt habt, oder? Aufs Leben. Sie trauen Adrian weg. Wenn du einmal stirbst, dann leg ich mich zu dir ins Bett ein und lass mich nie, nie wieder los. Und für dich werde ich immer weiter. Du musst einfach nur das machen, was du unbedingt willst und nicht irgendwas, weil dir irgendwer andere das sagt. Am Ende des Kinofilms steht The End, auch bei unserem Kulturprogramm. Darum darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zusehen bedanken und wünsche Ihnen eine schöne kulturelle Woche. Auf Wiedersehen.